Ich bin hier in Antigua, in Guatemala, der alten Hauptstadt, und mit zwei Freunden zusammen von der Prison Fellowship. Mein linker Nachbar ist der Pfarrer, der hier in ganz Guatemala für die Gefängnisseelsorge, Entschuldigung, zuständig ist, und der Leiter von der Prison Fellowship. Ich bin hier eigentlich für die internationale Gesellschaft für Menschenrechte, gleichzeitig für die weltweite evangelische Allianz, und habe mich ausführlich informieren lassen über die Arbeit in den Gefängnissen hier. Es geht natürlich um die Seelsorge in den Gefängnissen, es geht aber auch um Beratung für diejenigen, die zu Unrecht im Gefängnis sind. Ein ganz großes Thema ist hier Gewalt gegen Frauen. In den Gefängnissen finden da Schulungen statt, aber auch schon in Schulen, in Grundschulen und weiterführenden Schulen werden hier viele Seminare durchgeführt. Ich bin enorm beeindruckt, was ohne die Unterstützung der Regierung, das muss man leider sagen, wenige Christen für ihre Gesellschaft tun können. Und es war eine sehr beeindruckende Zeit hier. Und ich werde morgen noch ein bisschen mehr erzählen, was wir hier in Guatemala so machen. Ich wünsche mir, dass das, was wir in Deutschland auf politischem Wege so viel umsetzen konnten, was Brasilien inzwischen übernommen hat, wir mit Hilfe der Christen hier im Land auch in Guatemala umsetzen können. Herzlichen Dank. Bueno, aquí estoy en Guatemala, soy el Padre Gonzalo, de la Orden de la Merced. He trabajado toda la vida en las prisiones de Guatemala. Nuestro trabajo siempre busca ayudar a los prisioneros a la rehabilitación y la reinserción. También hacemos la prevención con los niños en las escuelas. Y estamos ilusionados con la visita de ustedes, los que han venido de allá, se han interesado, y estamos muy contentos. Y esperamos poder trabajar juntos. Les saluda Cristóbal, de Confraternidad Carcelaria de Guatemala. Trabajamos en prisión y trabajamos también fuera de prisión. Trabajamos con hijos de prisioneros y también con escuelas. Es un gusto el trabajar acá, es mucha necesidad. También es un honor trabajar con Sociedad Internacional de los Derechos Humanos para fortalecer los lazos y alcanzar más población y beneficiar así a más niños como también a los privados de libertad.